Ja, ich glaube, zuerst mal überwiegt natürlich der Frust über die Niederlage, hätten uns natürlich was anderes gewünscht. Ich glaube, dass trotzdem wir ein sehr, sehr dominantes Spiel gemacht haben, auch viele positive Dinge dabei waren, haben uns super viele Chancen erarbeitet. Da sind wir wieder am gleichen Punkt, dass wir zu wenig Chancen nutzen. Wir waren eigentlich im letzten Drittel super gefährlich, haben uns dann immer wieder selber das Leben schwer gemacht. Und am Ende sind es dann zwei individuelle Fehler, an denen ich das aber heute nicht festmachen möchte, weil ich glaube, wir hatten genügend Chancen, um es auszubaden und auf unsere Seite zu reißen. Ich glaube, das ist aber das, was man mitnehmen kann, dass mit der Mannschaft super viel möglich ist, dass man egal gegen welchen Gegner sich super viele Chancen erarbeitet, aber wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, man muss daran arbeiten, dass die Dinger auch reinfliegen. Ja, ich glaube, mit dem neuen Bundestrainer und dem neuen Staff, das ist wahnsinnig erfrischend. Ich glaube, das tut uns sehr, sehr gut, da neuen Input zu haben. Und die Arbeit mit dem Team, aber auch dem Team hinter dem Team macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das ist genau der Input, den wir jetzt brauchen. Wir wollen sehr, sehr mutigen, erfrischenden Fußball spielen. Da passieren am Anfang Fehler, das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind zu einem Zeitpunkt, wo wir aus diesen Fehlern lernen müssen, die aber auch passieren dürfen. Wir verinnerlichen so langsam, was man von uns möchte. Und dann wird man ab Februar ja noch mehr Eingespieltheit sehen. Christian schenkt uns sehr viel Zutrauen, gibt uns sehr viel Verantwortung auch in den einzelnen Positionen und ich habe das Gefühl, dass wir darunter aufblühen, dass wir, ja, wir haben ja jetzt auch einen kleinen Umbruch, sind viele neue Spielerinnen, trotzdem finde ich, dass wir schon sehr reif auch über viele Phasen des Spiels zusammenspielen, was nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, man merkt uns an, dass wir es genießen, auch zusammen Zeit zu verbringen, zusammen Fußball zu spielen und daraus, das ist immer die wichtigste Basis auch für Erfolg. Dann muss das Sportliche natürlich auch passen und wir geben alle alles, damit das jetzt auch zum Sommer dann eine runde Sache wird.